Die ehrliche Antwort von anderen Trader-Kollegen ist viel wert, aber auch die ehrliche Antwort vom Markt. Und das sieht man ja am Kontoauszug. Das ist ja immer das, wenn Leute fragen, was ist ein guter Coach und was ist kein guter Coach, sage ich immer, lass deinen Kontoauszug zeigen. Nicht in den letzten 3 Monate, weil das kann jeder Blödmann, sondern lass dir halt auch mal einen Kontoauszug zeigen, der mal länger geht als vielleicht ein Jahr, mindestens ein Jahr oder vielleicht noch besser 2 Jahre. Und das Problem ist immer dann, wenn dir sowas jemand nicht zeigen kann, übrigens von der Kontogröße völlig abgesehen. Du kannst auch, wer mit einem kleinen Konto nicht traden kann, kann es auch mit einem großen Konto nicht. Das ist eine ganz eine Kontogröße spielt als Definition für einen erfolgreichen Trader spielt die Kontogröße keine Rolle. Ich denke sogar, dass es mit einem kleineren Konto deutlich schwieriger ist, weil du dich der Maßgabe unterwerfen musst, dass du damit einfach nicht schnell reich werden kannst. Und dort erfordert es sogar noch mehr Disziplin. Aber einen erfolgreichen Trader würde ich niemals in seiner Kontogröße festmachen. Das heißt nicht, weil der Million tradet, dass es ein guter Trader sein muss. Der kann mit einer Million genauso rumzocken. Ja, also das ein erfolgreicher Trader mache ich persönlich daran fest, ob er ein stabiles System hat und sich das an dieses System auch bedingungslos halten kann und das auch mit Zahlen nachweisen kann. Und ich sage zu jedem, immer teste es ganz einfach, lass den Kontoauszug schicken. Der muss nicht notariell beglaubigt sein. Jeder Broker kann dir heute einen Kontoauszug raushauen. Ja, und daran kannst du es festmachen, ob dir jemand nur eine Strategie verkaufen möchte oder einen Indikator verkaufen möchte oder sein Coaching verkaufen möchte oder ob er tatsächlich weiß, wie es sich anfühlt, an der Börse Geld zu verdienen. Es ist ein Unterschied, mit der Börse Geld zu verdienen oder an der Börse, oder Andreas? Das stimmt, das stimmt. Aber wenn wir an die Finanzmessen zurückdenken, die es ja jetzt nur noch virtuell gibt, da gibt es ja sehr, sehr viele, fast alle, würde ich mal meinen, die wirklich nicht an der Börse Geld verdienen, sondern mit der Börse, alle andersrum. Ha, du bringst mich ganz durcheinander. Verrückt. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Nein, ich denke, das muss man auch als solches anerkennen und ich glaube, spätestens wenn du, und das steht ja jedem zu, dass ich sage, wenn ich heute Geld für einen Coach ausgeben möchte, dann muss mir auch der erstmal zeigen, dass es auch wirklich selber kann. Mhm. Ja, weil heute mit der Börse Geld zu verdienen ist einfach. Verkaufst du Illusionen, verkaufst du Träume, die wir alle haben. Wir sind deswegen da, weil wir glauben, an der Börse Geld zu verdienen. Aber an der Börse Geld zu verdienen heißt, ich muss mich als Mensch verändern. Ich muss maximale Disziplin haben. Ich muss akzeptieren, dass ich nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten kann. Und das erfordert ein Maximum an Veränderung der Persönlichkeit. Und jeder, der das ablehnt, der hat noch nie wirklich an der Börse gearbeitet. Weil alleine die Tatsache, dass du dich an dein Regelwerk halten kannst und trotzdem am Ende des Tages mit einem Minus dastehen kannst, ist ja für unser Gehirn rein rationell nicht nachvollziehbar. Mhm. Und das ist etwas, was eben schwierig ist. Und deshalb, das sage ich auch immer, wie du schon sagst, ne, lass es dir zeigen. Ja, jeder, wenn du nichts zu verbergen hast, kannst du auch denken, kann dir die Kontonummer wegfräsen, ja. Aber ich muss sehen, dass das auch Quatsch ist. Und momentan ist ja, wenn man online ein bisschen da unterwegs ist, dann sieht man ja, der neueste Trend, der momentan da ist, ist ja, einen Trade zu zeigen, ja, oder einen Monat zu zeigen, ja, mit dem Trade habe ich 25% gemacht, ne? Und wenn ich mir das jetzt aufs Jahr hochrechne, dann kommt das und das raus. Das ist momentan der neueste Trend. Und da denke ich mir, sag mal, habt ihr noch irgendeine Art von moralisches Verständnis gegenüber den Menschen, die hier tatsächlich glauben, an der Börse Geld zu verdienen? Und ich finde, wir haben als Vorbildfunktion, die wir hier jeden Tag unser Gesicht in die Kameras halten, haben wir meines Erachtens nach auch eine Art von ethische Vorbildfunktion. Und den Leuten eine Illusion zu verkaufen, halte ich für extremst fragwürdig. Und dafür solche Machenschaften zu nehmen, dann zu sagen, ja, ich habe in dem Trade das Prozent gemacht und das, wenn ich mir dann aufs Jahr hochrechne, ja, dann sage ich, ja, dann zeig doch mal deinen Kontoauszug von letztem Jahr. Zeig ihn doch mal. Ja, und dann wirst du meistens sehen, dass die wenigsten das können, weil sie halt einfach nur auf dem Demokonto rumdatteln oder dann am Ende des Jahres halt eben nicht die 30, 40, 5% dort stehen haben, sondern vielleicht nur 10% und 12%, was ja auch super ist. Mhm. Ja, mein Mentor hat mir mal beigebracht, wenn du es schaffst, über Jahre hinweg im Schnitt um die 10% zu machen, bist du einer der besten Trader, die es gibt. Und wenn du es schaffst, über Jahre hinweg zwischen 10 und 15% zu machen, dann gehörst du zu der Top-Elite.
Und wenn du es auch noch schaffst, hin und wieder darüber hinaus zu gehen, dann laufen dir die Leute die Tür ein. Und genauso ist es. Ja, weil, was soll das? Wir wissen beide, dass es nicht machbar ist, jedes Jahr 100% zu machen. Das ist eine pure Illusion, das ist völliger Quatsch. Und ich fände, wir müssen in dieser Branche deutlich mehr über Moral und Ethik sprechen und den Leuten nicht irgendwelchen Blödsinn verkaufen, der am Ende, von dem wir beide wissen, es funktioniert ohnehin nichts. Und ich finde das dann schon sehr, sehr fragwürdig. Ich habe neulich einen langen Vortrag gehalten beim VTAD, wo es um Renditeerwartungen auch ging. Und ich kann gerne da mal ein, zwei Slides mitbringen fürs nächste Mal, wenn das deine Community interessiert, was die Top-Trader denn so verdienen. Da gibt es auch Statistiken drüber. Und mein Fazit war, dass es keinen Top-Trader gibt, der zu den reichsten Menschen der Welt gehört. Ich habe die Top 100 der Forbes mir mal durchgenommen und es sind alles Unternehmer oder irgendwas, aber es hat nichts mit Trading zu tun. Auch wenige Vermögensverwalter sind darunter, also vielleicht ein Warren Buffett fällt einem noch ein, aber das war's dann auch schon. Der ist ja auch kein reiner Trader, sondern Investor. Und da gibt es Statistiken genauso. Bring das auf jeden Fall beim nächsten Mal bitte mit, ja, wenn du möchtest. Und es gibt ja genauso Statistiken, die zeigen, dass 82% aller Investmentfonds weltweit keine positive Performance ausweisen können. Ja, und dann glaubt man, da sitzen Experten dann dran, sind auch nur Menschen, sonst gar nichts. Das stimmt. Ja, die irgendeine eine Wahrnehmung dann haben. Genau. Lieben Dank, Andreas.